Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu einem weiteren The Forest Creative Video. In diesem Video geht es um eine Rodelbahn, Achterbahn, Bobbahn, wie auch immer. Ich habe eine relativ lange und aufwendige Bahn gebaut und es war wirklich ein großes Projekt, weil ich immer wieder testen musste. Dann hat irgendwas nicht geklappt oder am Ende hat der Schwung nicht gereicht. Da musste ich wieder alles abreißen, habe wieder ein Teil neu gebaut und. Bis zum Ende. Auf jeden Fall läuft es jetzt und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Als erstes war das Problem, wo fängst du an und wie baust du? Weil ich versuchen wollte, eigentlich eine relativ kurvenreiche Bahn zu bauen, habe dann aber gemerkt, oh, Kurven sind nicht so einfach. Dann habe ich alles ein bisschen so auf Speed gelegt und ein bisschen auf Entfernung und Strecke, so dass halt relativ viel gebaut ist und relativ lang ins Tal reingeht. Aus dem Schneegebiet oben hier seht ihr gerade, wie ich angefangen habe zu bauen. Und ungefähr so wie jetzt habe ich halt immer Teilabschnitte gebaut und dann am Ende, wenn die Teilabschnitte fertig waren, habe ich quasi einen kurzen Test gemacht, ob man diesen Abschnitt komplett einmal durchrodeln kann oder halt nicht. Wenn ich den Abschnitt durchrodeln konnte, habe ich einfach dran gebaut und weitergebaut. Und genau da war das Problem. Oft bei dem Weiteren hat man dann eigentlich alles geschafft, bis auf eine kleine Stelle. Dann, wenn man quasi abreißt, reißt man immer das Stück ab komplett, was man gerade neu gebaut hat. Heißt, würde ich jetzt hier auf Entfernen drücken, wird der komplette Abschnitt wieder komplett einmal verschwinden. Und das war so am Anfang ein bisschen die Schwierigkeit. Und da habe ich mich dann versucht, ein bisschen reinzufixen, wie es besser klappen könnte. Hatte dann eigentlich eine längere Bahn schon fast als die jetzige. Allerdings war die so schwer zu rodeln, dass einfach irgendwann es fast unmöglich war, diesen Streckenabschnitt wirklich zu schaffen. Also ich habe es nie mit einem Versuch geschafft. Und dann musste man abspringen, immer ein Stück rennen, bis man wieder an eine Kante kommt, wo man quasi höher ist. Dann habe ich wieder einen Test gemacht und dann hat es von da aus auch wieder geklappt, aber halt nie in einem durch, weil dann irgendwie die Kurve zu eckig war oder. Und auf jeden Fall hat mir dieses Projekt Bock gemacht. Ich habe da über eine Woche dran jetzt gebaut. Deswegen kam auch ein bisschen weniger als eigentlich geplant, aber ich wollte dieses Projekt einfach fertig kriegen. Meine Frage schon mal jetzt vorab und bestimmt auch noch mal am Ende des Videos wird sein: Habt ihr Bock auf noch weitere Rodelbahnen? Das bedeutet einfach noch eine Achterbahn Teil 2. Wenn ja, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr Bock hättet, dass noch mal eine kommt. Und wenn ihr auf jeden Fall eine Rodelbahn bauen wollt, ist mein Tipp, baut euch kleine Abschnitte und testet diese Abschnitte immer wieder und auch in der kompletten Combo, dass ihr nicht nur dann den neuen Abschnitt rodelt, sondern immer die komplette Strecke und quasi testet, ob alles klappt. So wie jetzt hier mit dem Abschnitt. Testet erstmal, ob es dann quasi wieder bis hierhin geht. Wenn ja, alles gut. Wenn nicht, reißt alles wieder ab und fangt schon wieder von vorne an. Das Ärgerliche ist natürlich, wenn man es nicht im Creative-Modus baut, dann würde ich dieses Projekt euch auch gar nicht empfehlen, sondern nur kleine Rutschen, irgendwie einen Abhang runter oder so einfach gerade, dass man schnell vom Gegner abhauen kann oder schneller ins Tal kommt. Ansonsten ist der andere Tipp, baut keine engen Kurven, weil dieses Eckige euch sehr oft abbremst oder ihr dagegen stoßt und wenn ihr zu schnell seid, fliegt ihr aus der Bahn und versucht einfach die Kurven und alles relativ breit zu halten und schätzt die Geschwindigkeit nicht falsch ein. Oft hat man relativ viel Speed und auch was bergauf angeht, kommt man oft eigentlich sogar noch relativ gut hoch, obwohl man langsam ist. Also guckt da einfach, dass ihr irgendwie versucht, wirklich wie bei einer Achterbahn, wenn ihr steil runter geht, könnt ihr auch steil hoch, aber halt nicht zu steil und zu hoch. Also niemals höher als der Abhang ist, auch wieder den Berg nach oben machen. Und ja, hier im Hintergrund seht ihr jetzt auch, da habe ich dann einfach mal so einen kleinen Teil getestet und habe geguckt, wie es ist, wenn man wirklich hier oben quasi steht und startet und den ersten Teil mal versucht, komplett durchzurutschen, ob man das überhaupt schafft. Und ich finde, es hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Deswegen frage ich euch auch Teil 2. Hier seht ihr schon das Problem mit den Kanten. Wenn man halt eckig baut, muss man wirklich sehr viel noch lenken.
Also denkt nicht, dass es einfach so einmal durchrutschen ist, sondern es ist schon wirklich eine Challenge. Ihr könnt auch gegen eure Kollegen oder so antreten und versuchen, wer quasi die beste Zeit rausholt, um zu rodeln. Und hier seht ihr, hier ist so eine starke Kante, die ich meine. Da werdet ihr halt voll abgebremst. In dem Fall war das auch gewollt. Aber wenn ihr das dann macht, baut nicht so kleine enge Kanten. Und als ich dann relativ weit endlich war, habe ich noch so ein paar Deko-Elemente an die Seiten gebaut, wie Häuser oder irgendwo Boote hin. Halt so ein kleines bisschen, dass man wie so durch ein kleines Tal mit einer Stadt rodelt und so. Also so wirklich wie eine kleine Achterbahn oder Bobbahn. Und dann war eigentlich auch alles geschafft. Ich hatte die Strecke soweit fertig und habe dann wirklich auch ein paar Anläufe gebraucht, um die Bobbahn komplett durchzufahren, weil man, wie jetzt hier im Hintergrund, oft gerne auch mal einfach rausfliegt und einen Kick kriegt, den man sonst eigentlich nicht bekommt. Und ich würde sagen, genug gelabert, Freunde. Ihr wollt alle den Ride sehen und ich würde sagen, lasst uns die Achterbahn fahren. Okay, let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Versuch 5, aber ich glaube, jetzt wird es was. Oh shit, oh shit, oh shit, nicht rausfliegen. Nein, 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 nein. Wow, 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 wow. Okay. Wow, 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 wow. Okay, weiter, 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 weiter. Mega. Okay, hier nicht so gut. Oh, das war nicht so gut. Egal, um die Kurve sollte ich trotzdem noch kommen. Jawohl. Teil 1 ist geschafft. Teil 2. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, shit, 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 shit. Die Kurve war nichts, die Kurve war nicht gut, aber egal, gar kein Problem. Wir haben noch genug Speed drauf. Und let's go, weiter geht's. Okay. Okay. Jetzt nur nicht über die Bahn hinausschießen. Oh, perfekt, perfekt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, Teil 3, Teil 3, der große See. Okay, das wird was, das wird was. Wow, perfekt, perfekt gekriegt. Oh Gott, nein, 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 nein. Nicht so viel Speed. Oh, perfekt. Perfekt, perfekt. Wow. Okay, let's go. Das sieht richtig gut aus. Das sieht mega gut aus. Oh mein Gott, über den ganzen großen See. Okay. Fast geschafft. Da hinten kommt gleich die Auslaufbahn. Oh, yes. Die letzte Kurve. Und da hinten ist das Auslaufding. Dein ist es. Jawohl, in einem durch. Gib ihm. Bremse, Ende, aus. Also, entweder endet ihr hier oder ihr kommt noch um die Kurve rum und dann werdet ihr hier noch vom Wasser gebremst. Oh mein Gott, es macht so unglaublich Bock. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte ein Däumchen nach oben. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr Bock auf Teil 2 habt. Und ich würde sagen, um nichts mehr zu verpassen, abonniert diesen Kanal. Und ja, bis zum nächsten Video, meine lieben Freunde. Macht es gut. Haut rein. Peace out.